Ja, hallo ihr Lieben, es ist Christian Schimmer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe und diesmal wieder rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, ist wieder so ein Thema, bisschen Gossip-mäßig, viele mögen es, manche nicht, aber es kommt ja auch in der Regel jeden Tag Lesermail, die ich heute vorlese. Also wenn das jetzt nichts für euch ist, klickt einfach weiter aufs nächste Video, aber ich werde auch trotzdem was, denke ich, was Interessantes sagen über Beziehungen. Und zwar, ja, hat sich ja KuchenTV, einer der größten Meinungsblogger in Deutschland, hat sich getrennt. Paola hat sich getrennt, ein Urgestein, die, ja, auch YouTube-Urgestein. Bibi und Julian haben sich getrennt, auch YouTube. Urgestein, und was haben die alle drei, soweit ich weiß, gemeinsam? Ja, dass sie sich so um 20, beziehungsweise in der Schule noch kennengelernt haben und dann zusammengekommen sind und ja, dann so scheinbar ganz happy in Weg gegangen sind. Und was mir jetzt halt aufgefallen ist, dass ich aus meiner Paartherapie-Praxis super gut kenne. Ich habe ja mal geredet von den drei großen Bindungen. Ne? Was sind die drei großen Bindungen? Die drei großen Bindungen ist heiraten, auch, das haben die glaube ich auch alle gemacht, ist Kinder kriegen und ist Hausbau. Und also ich denke, es ist auch immer noch so. Und heiraten ist jetzt vor allen Dingen ein bisschen was, was mehr so psychisch herausfordernd sein kann, weil man vielleicht dieses kalte Füße-Thema kriegt oder Bindungsangst oder ich weiß nicht. Und aber Hausbauen und Kinderkriegen sind eben auch ganz praktische Probleme. Jetzt sagt ihr vielleicht, Christian, wie kannst du das denn in einem Satz sagen? Ja, aber das sind einfach alles Prozesse, die einen ganz stark binden und die auch bei Kindern und Haus zumindest ganz viel Stress verursachen. Also es ist einfach so, dass gibt es auch Untersuchungen, dass Paare erstmal über ein paar Jahre unglücklicher werden, wenn sie Kinder kriegen. Es ist einfach so, ob man das jetzt lustig findet oder nicht. Es ist auch nicht so, dass Kinderkriegen irgendwelche Probleme lösen würde. Ganz im Gegenteil, die werden noch mehr, die Probleme. Warum? Weil, also ich habe das immer, also apropos, meine Ausbildung geht auch los wieder Ende des Jahres, wenn euch dafür interessiert, meine Paartherapie-Ausbildung und auch meine Einzelberatungsausbildung, könnt ihr auch mitmachen, wenn ihr von meinem Wissen profitieren wollt. Es gibt immer bei Paaren drei Geschichten. Es gibt einmal diese Kommunikationsprobleme, die man hat, was mal viele so am wichtigsten sehen, warum Paare so in Schwierigkeiten kommen. Aber genauso wichtig ist, denke ich, die Historie, aus was für Elternhäusern kommt man. Und ebenfalls genauso wichtig, wird häufig vergessen, ist so das Stresslevel. So, weil je mehr Stresslevel, umso schwieriger wird es, bestimmte Inkompatibilitäten, die man vielleicht hat, zu kompensieren. Also es kann sein, also ist ja keiner von uns ist perfekt. Es gibt überall so leichte Inkompatibilitäten in Paaren oder Themen, die aufkommen. Und wenn man so alles gut läuft und schick ist und easy ist und Job ist gut und man ist nicht zu gestresst, kann man das ganz gut kompensieren. So, wenn aber dieses Stresslevel steigt, dann werden Sachen, die man vorher noch kompensieren konnte, werden plötzlich überschwellig, können nicht mehr kompensiert werden und führen dann zu endlosen Streits und Problemen. Das sieht man manchmal auch witzigerweise, wenn das Stresslevel sinkt, dass ein Paar plötzlich wieder so in die Spur kommen kann. Ne? Und wie wir alle wissen, ja, Kinder großziehen ist mega Stress. Vor allen Dingen, glaubt, die haben eins, glaube ich jetzt, aber bei Bibi waren es, glaube ich, dass sie zwei haben. Das zweite Kind, also wer Kinder hat, kennt auch den Spruch, ein Kind ist Urlaub, das zweite Kind ist nochmal absoluter Einschlag irgendwie. Und auch Hausbau. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Paare ich hatte, die zu mir gekommen sind, als sie ihr Haus gebaut haben. So, ne? Das ist bei KuchenTV der Fall. Habe ich jetzt mal so rausgehört. Warum? Ja, weil Hausbau einfach fucking Albtraum ist irgendwie. Ne? Es sind tausend Sachen schief und ja, permanenter Stress. Und das, Bibi und Julia war das übrigens auch. Die hatten ja gerade ein Ferienhaus gekauft da oder ein zweites Haus oder weiß ich nicht. Ja, es sind natürlich alles nur Mutmaßungen, aber fällt mir dabei auf, so, ne? Und Paola, die haben das halt auch thematisiert, ja, dass dann waren sie halt so ein bisschen mehr locked in mit dem Kind und dann war Corona und in Dubai und was ich so nicht verstehe, warum die alle immer in Dubai, für mich wäre das ein absoluter Albtraum, aber ja, also, und das, was kann man daraus lernen? Ja,
weiß gerne nochmal, habe gerade keine Kopie hier, noch mein erstes Buch der Liebescoachin. Einmal eine Rundtour durch alle möglichen Beziehungsthemen, wie man vielleicht auch vorbeugen kann, dass sowas passiert. Aber hundertprozentig, muss ich natürlich auch sagen, kann man es nicht. Es gibt einfach Prozesse, da kannst du auch ab einem gewissen Punkt nichts mehr gegen machen. Ich sage mal ganz gern, jede Beziehung hat auch irgendwo eine Ablaufzeit und das weiß man vorher nicht. Und wenn die erreicht ist, manchmal kann man auch machen, was man will. Machst du Paartherapie, machst du dies, machst du das, machst du coole Dates und der Vibe ist einfach weg. Aber man kann schon viel machen, dass eine Beziehung möglichst lange hält, auf jeden Fall, wenn man es denn will. Manche Leute wollen es auch einfach nicht, ne? Die wollen dann wie Johnny Depp nochmal Drama und Action haben und gehen immer von Vanessa Paradis zu Emma Heard, ne? Also ja, da kannst du auch, dann ist es so und ja, aber gut, das gehört alles zu unserem crazy Journey hier dazu. Aber tatsächlich, also manchmal, ich habe das erlebt, dass es oft Paaren geholfen hat, wenn ich sagte, boah, das ist für alle Paare Stress, geht allen Paaren so scheiße in dieser Zeit. Und oft ist es auch nur so das erste Jahr. Aber gut, wissen auch alle, die Kinder haben die ersten 6 Jahre, bis sie in die Schule kommen, sind schon, können schon echt hardcore sein, auch je nachdem, wie das Kind ist. Und gut. Ja, zu Bibi, muss ich natürlich nochmal sagen, ich weiß, das sind doch Medienprofis, sie haben, weiß nicht, 7 Millionen auf dem YouTube-Kanal, sie glaube ich und er 3 oder, und wie die sich gerade so darstellen, weiß das nicht, also das ist ja auch wirklich, muss man jetzt auch sagen, dass es ein YouTuber-Paar ist, die wirklich alles in die Öffentlichkeit gezerrt haben, ihre Einkäufe, ihre Operationen und oh Gott, also alles und ja, und dann trennen die sich und dann sieht dann so puppenlustig, ja, hier ist ein Coach, ja, ich bin jetzt mal weg und das Leben geht weiter und hier meine sexy Fotos und ich weiß nicht, ich frage mich manchmal echt, ob da so diese bisschen Bodenhaftung verloren haben oder so. Ich meine, klar, es gibt dann immer Hardcore-Fans, denen ist alles egal irgendwie, aber also weiß ich nicht, wenn man so Gehirn vernebelt, Quarterlife Crisis, das kann schon krass sein, aber wie gesagt, das müsste denen auch irgendjemand mal sagen, Management oder so, wie beschissen das ankommt. Aber gut, egal. Ja, jetzt hier nochmal ein Schnitt mit einem anderen T-Shirt, was natürlich auch alle drei Paare gemeinsam haben, ja, ist wie gesagt, dass sie sich früh kennengelernt haben und ja, das sind auch viele Paare gewesen, die zu mir in die Praxis gekommen sind, klar, die allermeisten, die kommen so in den 40ern, Late 40er, klassische Midlife-Crisis, Kinder in der Pubertät, aber ja, dass es eben auch häufig, wenn man so früh zusammengekommen ist und dann, ja, vielleicht auch so einen Gedanken hat, was das jetzt, will ich nicht nochmal einen anderen Partner ausprobieren, wie ist Indoor Olympics mit einem anderen Partner und welche Möglichkeiten habe ich eigentlich noch, seien auch gegönnt, ob das Gras dann immer grüner ist auf der anderen Seite, ja, okay, lass nochmal dahingestellt, aber ja, kann man natürlich machen und ist auch eine Sache, die man, ja, ich kann es auch verstehen, wir haben halt einfach ein langes Leben, ist viel länger als früher und da waren wir vielleicht mit 30 schon halb tot und ja, dass man da einfach nochmal guckt, was gibt es denn noch alles, ist auch Teil des Lebens und auch das ist eine Sache, die so schwer drumherum zu kommen ist und ich fürchte auch, wenn man so Erfolg hat und natürlich auch viele Optionen hat, wird das Problem wahrscheinlich noch größer und was ich auch spannend finde, Grüße bei Kuh und ich war mir jetzt nicht so ganz sicher, habe ich auch ein bisschen unterschiedliche Sachen gelesen, aber zumindest hat er sich ja nicht getrennt, er hat glaube ich im Video gesagt, sind sich beide getrennt, aber bei den anderen beiden haben sich auch die Frauen getrennt, das ist eben auch, haben wir ja schon in einem anderen Video erzählt, klassische Quarterlife Thematik sein kann bei Frauen Anfang 30, Mitte 30. So will ich das jetzt alles so durchziehen, will ich vielleicht so unbewusst die Frage, will ich nochmal Family gründen, was gibt's noch? Und konnte jetzt auch nochmal eingehen auf diese ganze Red Pill Thematik, aber das lasse ich glaube ich heute mal. Bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das hier greift.
Vor allen Dingen bei Kuchen-TV glaube ich nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass er so zu nett ist als Mann, kann mir das irgendwie nicht so vorstellen. ja, keine Ahnung. Und dass die Frauen dann weiter nach oben daten wollen, was die in Red Pillar ja immer sagen, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so schlüssig. Aber klar, dass dann ein Partner interessant ist, der ganz anders ist als der vorher. Gut, also scheinbar ganz anders, dass man dann doch irgendwie häufig mal die gleichen datet. Kennen wir ja, aber dass man sich so von der Attitüde her, von der Optik her jemand anders sucht und der dann vielleicht mehr düsterer, cooler Surfboy ist, wenn man vorher irgendwie so einen stabilen Familienvater hatte, ja, ist vielleicht auch, ich glaube, auch in der Natur der Dinge. Gut, bei Paola weiß ich jetzt auch gar nicht, ob da irgendwie schon neuer gesichtet worden ist. Und wie gesagt, bei Kuchen TV bin ich auch nicht so ganz drin. Könnt ihr gerne drunter schreiben, was ihr da so, ob ihr da noch mehr Infos zu habt. Ja, aber krass, ist glaube ich für viele ein bisschen shocking, weil immer im Endeffekt trennen sich einfach die meisten Leute, vor allen Dingen, die so ein bisschen Persönlichkeit des öffentlichen Lebens im Endeffekt trennen sich einfach viele, viele, die sich nicht trennen können, weil sie vielleicht Politiker sind oder sonst was und das irgendwie schlecht aussehen würde, heißt auch nicht, dass sie alle wirklich noch zusammen sind. Ich meine, also wenn man so bekannt ist, in der Öffentlichkeit steht, sind einfach die Versuchung und die, was soll ich mal sagen, der Druck auf so eine Beziehung ist einfach nochmal so viel höher und gut, bei Kuchen-TV, ja, gab es ja auch viele, ich sag mal so, merkwürdige Videos, wo man sich auch ein bisschen gefragt hat, boah, was ist da eigentlich los, und die waren ja auch schon mal getrennt und ja, keine Ahnung, will ich jetzt auch nicht spekulieren, aber ja, im Endeffekt wünsche ich auf jeden Fall allen 6 Personen, die ich jetzt genannt habe, nur das Beste und alles Gute und dass sie nicht wie 70% nach 5 Jahren das bereuen. In diesem Sinne, mach die fucking Kurse, lass nicht alles einfach so geschehen und wir sehen uns bald wieder.